Die Inflation ist unvermindert hoch, mittlerweile sogar zweistellig. Es sind vor allem die hohen Energiepreise, die sich zu einer enormen Last für Unternehmen und auch Privathaushalte entwickeln. Wie geht's nun vor diesem Hintergrund an den Börsen im vierten Quartal weiter? Fragen dazu an Fondsmanager Markus Sievers, Geschäftsführer bei Arpano. Einen schönen guten Tag nach Dortmund. Ja, hallo Herr Franek, grüß Sie. Ja, zunächst ein kurzer Blick zurück. Es war ja wirklich ein turbulenter und volatiler Börsensommer. Wie ordnen Sie die Entwicklungen ein? Naja, also wir sehen im Grunde sowohl eine deutliche Preisanpassung, um das Wort Platzen einer Blase nicht zu sagen, sowohl an den Aktien als auch an den Anleihenmärkten. Also das ist, ich meine, wir haben in den Weltaktien minus 20, ein bisschen mehr sogar seit Jahresanfang, in den Weltstaatsanleihen minus 14, das ist enorm. Und das ist auch bemerkenswert, dass das eben beides zeitgleich passiert. Das sind die Anpassungsthemen an geänderte Rahmenbedingungen, also sprich Inflation, an ein Zurückgehen der Wirtschaft, aber natürlich auch an einen Gegenwind der Notenbank, die eben zur Inflationsbekämpfung die Zinsen anhebt. Und zwar nicht nur so ein bisschen anhebt, sondern wenn man eben beispielsweise auf die Fed schaut, schon wirklich im historischen Rekordniveau von der Geschwindigkeit her anhebt. Also wir haben ja nach einem 0,25-Schritt, einem 0,5-Schritt, haben wir jetzt dreimal 0,75 Zinserhöhung. Das ist wirklich, das ist enorm, das ist Gegenwind und das führt eben zu diesem Platzen. Gleichzeitig haben wir eben auch diese Spekulationen gehabt, ob die Notenbank nicht möglicherweise auch schon überzogen hat, weil natürlich solche Zinserhöhungen immer einen Wirkungsnachlauf haben, also und immer wieder verbunden mit, vielleicht hört sie doch eher auf. Man schaut auf allerlei Inflationsdaten und Wirtschaftsdaten und immer wieder kommen da richtig Bewegung und Volatilität rein. Gut, und der Krieg in der Ukraine mit der Folge auch der Energieschocks hier in Europa tut sein Übriges. Also man ist gut beraten gewesen, wenn man nicht voll investiert war in diesem Börsensommer. Welche Signale hat denn der Arpano-Stimmungsindex in diesem Umfeld geliefert, das ja nun in der Tat sehr volatil war? Gab es da auch diese Sprünge im Index? Also Sprünge hat man natürlich, wobei man eben klar sagen muss, wir bekommen aus der ganzen Bandbreite der gemessenen Märkte im Grunde negative Signale, wie gesagt, sowohl Anleihen als auch Aktien, als auch eben von der Währung. Also ein starker Dollar ist für uns ja ein Schwächesignal, weil eben viele Länder darunter leiden etc. Also um es kurz zu machen, der Stimmungsindex war eigentlich die letzten Monate durchweg pessimistisch, mit einer kleinen Ausnahme während der Bärenmarkt-Rallye im August. Ansonsten eben pessimistisch und die Vorgaben waren sehr deutlich, man sollte sehr defensiv unterwegs sein. Wie hat sich denn der vermögensverwaltende Mischfonds Arpano HI Strategie 1 entwickelt in den vergangenen 3 Monaten? Also sehr, sehr gut, wie ich finde. Also wir haben eine minus 1%, ich sage nochmal minus 1%. Das ist ja ein Mischfonds, der über verschiedene Strategien und Anlageklassen anlegt. Man muss deutlich sagen, es gab nirgendwo Gewinner. Wir haben Weltaktien in diesem Quartal mit minus 5,4. Wir haben Weltstaatsanleihen in diesem Quartal mit 4,4 minus. Also quasi jeder klassische Mischfonds, der aus diesen beiden Elementen sich bedient, ist am Ende des Tages mit einer minus 5 grob gerundet unterwegs. Wir haben eine minus 1. Woher kommt das? Erstens Vorgabe vom Stimmungsindex Risk Off, also viel Kasse, Short-Position zur Absicherung der Aktienposition. Und ehrlich gesagt, einen Lichtblick gab es. Das ist die sogenannte Strategierichtung Trendfolger. Das sind also statistische Handelsmodelle, die sowohl steigende als auch fallende Märkte, je nachdem, wo der Trend ist, über Terminmärkte abdecken können. Die haben ein sensationelles Jahr hinter sich, im Grunde als einzige, wenn man das so nennen mag, Anlageklasse. Je nach Ausrichtung ist es auch eine Strategie, aber es ist jetzt mehr eine definitorische Einordnung. Fakt ist, die haben fast plus 18% in diesem Jahr gemacht, auch ein sehr schönes letztes Quartal gehabt, sodass sie eben wesentlicher Bestandteil der Stabilisierung auch des Arpano HI Strategie 1 waren, der eben mit minus 1 wirklich ein sensationell gutes Ergebnis in diesem Quartal hinbekommen hat. Dann sind wir sehr gespannt, wie es beim Arpano Global Systematik aussah. Der ist ja doch eher aktienlastiger, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, exakt. Aktienlastig macht Aktien oder Kasse, das ist so. Aber auch hier natürlich die Vorgaben des Stimmungsindex, sehr defensiv zu sein. Im August haben wir versucht, die Bärenmarkt-Rallye mitzunehmen. Das ist uns in Teilen gelungen. Allerdings endete die auch sehr abrupt, sodass die Gewinne hinten raus ein Stück auch wieder abgegeben worden sind. Wir haben ein Quartal mit minus 2,7 für einen Aktienfonds. Ich wiederhole nochmal, 5,4 Weltaktien. Auch das ist letztlich gut, aber man konnte sich natürlich diesen
Verlusten praktisch der Aktienmärkte nicht wirklich entziehen. Es gab natürlich die ein oder andere stabilere Region, die man nutzen konnte, beispielsweise in Asien, aber im Großen und Ganzen auch stabile Indizes wie der S&P sind eben ordentlich runter. Also im Lichte dessen auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und die Zielsetzung des Produktes ist es ja auch, mit die Drawdowns insgesamt, also die Verlustphasen klein zu halten und die Schwankungen klein zu halten, also auch da mal so zwei Kennzahlen. Wir haben eine Volatilität, also eine Kursschwankung von 9,12%. Das ist verglichen mit den Aktienmärkten, die 19, fast 20% haben. Also ist quasi halbes Risiko. Und wir haben jetzt seit Jahresanfang minus 11,9%. Das ist auch wieder verglichen mit Weltaktien, die knapp über den minus 20 sind. Das ist für einen Aktienfonds ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis. Und ja, wir führen im Grunde auch, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann führen wir eben auch aktiennahe Strategien, führen wir an und gehören dazu den besten Prozent. Aber ja, in diesem Jahr ist das Verstecken und das Erzielen positiver Resultate, das ist sehr, sehr schwer. Und das Jahr ist auch noch nicht vorbei, Herr Sievers. Schauen wir deshalb auf die kommenden 2, 2,5 Monate noch bis zum Jahresende hin. Wie groß schätzen Sie die Chancen für eine Jahresendrallye ein? Tja, das ist eine gute Frage. Also der Punkt ist jetzt erstmal, dass wir nochmal ein Stück Gegenwind bekommen. Also die Notenbanken werden ja, natürlich schaut man auf alle Daten, die da kommen vom Arbeitsmarkt, Inflation. Aber die Kommunikation ist sehr deutlich. Die Fed wird nochmal um 0,75 jetzt ganz aktuell im Oktober anheben und wird dann wahrscheinlich nochmal zwei Schritte a 0,25, vielleicht sogar ein 0,5er noch machen. Also irgendwo wird das Ziel dann sein, 4 bis 4,5% Zinsen. So, das wird sich wahrscheinlich hineinziehen bis ins erste Quartal. Also aus diesem Blickwinkel heraus müsste man sagen, das Jahr ist gelaufen. Aber jetzt haben wir natürlich immer diesen sogenannten Antizipationsmechanismus. Den kennen wir beide ja lange an der Börse. Also irgendwann fängt die Börse an, über diesen Tellerrand zu schauen und guckt dann, was passiert eigentlich Ende nächsten, also Ende des Quartals 2023, des ersten Quartals. Wie sieht es aus? Und dann kann es eben passieren, wenn wir Daten von den Inflationen bekommen und die Notenbankkommunikation so ist, dass man jetzt hier quasi das Plateau oben erreicht hat. Und wenn dann Inflation sozusagen deutlicher wird, dass Peak Inflation hinter uns liegt, dann mögen schlechte Wirtschaftsdaten da sein, aber da auf diesem Fundament, auf den Korrekturen der letzten Monate, könnte in der Tat die Aufwärtsbewegung starten. Und das könnte auch schon in diesem Jahr beginnen. Das muss man klar sagen. Ehrlich gesagt könnte es aber auch alles anders kommen. Die Inflation könnte weiter steigen, trotz Zinserhöhung. Das weiß man nicht. Der Ukraine-Krieg könnte eskalieren. Also es gibt da sicherlich noch viele Störfeuer von allen Seiten. Also sicher ist es nicht. Und deswegen ist für uns nach wie vor Vorsicht. Aber ich glaube, man darf sich ein bisschen aus der Deckung wagen, denn die Korrekturen waren schon ordentlich. Da ist einiges schon eingepreist. Natürlich ist immer noch ein bisschen Gefahr nach unten, aber als langfristiger Investor kommt dann irgendwann auch der Punkt, dass man nach vorne schaut. Und das werden wahrscheinlich einige Marktteilnehmer tun. Einen guten Start in den Oktober hatten wir schon mal. Wenn sich das fortsetzt, in der Tat können wir noch ein vielleicht versöhnliches Jahresende bekommen mit ein bisschen Lichtblick in 2023. Also halten wir fest, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Zumindest haben wir jetzt hier in diesem Interview sehr viele Fakten zusammengefasst, Plus und auch Minus, von und mit Markus Sievers. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch.